Hallo ihr Lieben, heute melde ich mich mal in einer Art Nachrichtenformat, in einem neuen Raum, den ich hier entdeckt habe. Ich habe jetzt gedacht, ich mache vielleicht öfter mal so kleine Videos mit Informationen aus aller Welt, die euch vielleicht interessieren könnten. Wobei es mir dieses Mal gar nicht so sehr um die Nachricht als solches geht, sondern eigentlich um die Konsequenzen daraus. Denn es geht um Massenspender, also Menschen, meistens Männer leider tatsächlich, die so eine Art Größenwahn entwickeln und einfach ihren Samen in alle Welt verteilen wollen. Ich habe euch ja schon mal ein Video gemacht, als es um diesen Film auf Netflix ging, mit dem Arzt, der halt so viele Frauen befruchtet hat. Hier in Deutschland gibt es ja auch schon relativ große Geschwistergruppen. Unsere größte Halbgeschwistergruppe hat mittlerweile schon über 20 Halbgeschwister. Und ich wollte euch einfach mal darüber was erzählen. Also, dass das keine Einzelheit ist, beweisen ja die Nachrichten aus aller Welt, vor allen Dingen tatsächlich aus Niederlande. Da haben wir zum einen Ed Huben, der auch ja mit mir schon in anderen Sendungen eingespielt wurde. Bei dem handelt es sich um über 100 Spenderkinder, die er schon gezeugt hat. Allerdings hat er ja auch mit allen Kontakt. Er geht ja da ganz offen mit denen um, mit den Familien auch um und macht irgendwie einmal im Jahr so ein Treffen aller seiner Kinder oder so. Also das ist zwar auch irgendwie gruselig, aber zumindest geht er offen damit um. Aber dass es auch anders geht, zeigen die Mediziner, zum Beispiel Jan Kabat aus den Niederlanden, der auch als Mediziner seinen eigenen Samen verwendet hat. Bei ihm sind mittlerweile über 200 Fälle bekannt. Ich befruchtete heimlich 250 Frauen mit meinem eigenen Sperma. Mein Name ist Dr. Jan Kabat und dies ist meine ekelhafte Geschichte. Also er hat tatsächlich auch über 200 Kinder bereits gezeugt. Und den Vogel hat jetzt dieses Jahr natürlich abgeschossen, was halt rausgekommen ist. Der Jonathan Jacob Miner. Und zwar wurde der ja jetzt verklagt, dass er für jedes weitere Kind, was er zeugt, 100.000 Euro Strafe zahlen muss, weil er wohl tatsächlich 500 bis 600 Kinder bereits gezeugt hat, ohne dass vor allen Dingen die Wunschmütter das auch wussten, dass er schon so viele Kinder hat. Ja, also das sind so die knallharten Zahlen, sind ja auch alles immer nur Schätzungen. Man weiß ja nicht, wie viele Kinder sind auch tatsächlich geboren worden. Es könnten mehr sein, es könnten aber auch vielleicht teilweise manchmal ein bisschen weniger sein. Aber das spielt für mich auch keine Rolle, wenn man auch schon über die hunderte Bereiche spricht. Denn ich kann nur sagen, aus der Erfahrung von unserer Deutschlandgruppe, die berichten nämlich, dass es durchaus so ist, dass dieser biologische Elternteil sehr wählerisch ist. Um das mal so zu sagen. Das heißt, wenn eines seiner Kinder irgendwie widerspenstig ist oder widerspricht oder vielleicht ihn mal kritisiert, ja, man sollte es kaum glauben, dann ist diese Person für ihn gleich gestorben und es gibt dann halt ja keinen Kontakt mehr, weil er hat ja noch genug andere Kinder. Und das ist halt so eine Sache, die ich nicht nur bedauerlich finde, sondern wirklich, wo man einfach sagen kann, charakterlich ist diese Person einfach ein Arschloch, um es mal ganz drastisch zu sagen. Mal ganz davon abgesehen, ob jetzt da ein gewisser Größenwahn herrscht, so viele Kinder in die Welt setzen zu wollen oder was auch immer dafür die Hintergründe sind, wenn man sich so verhält den Kindern gegenüber, dann ist man halt einfach ein Arschloch. Ist halt einfach so. Aber zum eigentlichen Thema, worum es mir geht. Man weiß inzwischen ja, dass es Männer gibt, die ihren Samen größtmöglich verteilen wollen. Wenn man jetzt also eine Samenspende in Anspruch nimmt und auch wenn es in einer Kinderwunschklinik ist und alles offiziell vonstatten geht, gibt es immer noch das Risiko, dass diese Samenspende von jemandem kommt, mit dem man verwandt sein könnte. Denn wenn wir jetzt nur mal von diesem Jan K. sprechen aus den Niederlanden, der halt als Mediziner seinen eigenen Samen verwendet hat, da sind die Kinder mittlerweile 14, also das Jüngste ist wohl 14 und das Älteste ist halt 65. Diese Menschen
könnten ihr ganzes Leben lang auch dazu kommen, Sperma zu spenden. Und wenn man sich Sperma kauft irgendwo oder in eine Klinik geht und sich behandeln lässt, dann wird dieses Sperma in der Regel nicht darauf getestet, ob man verwandt ist mit dieser Person. Und wenn man so eine große Spanne an Altersunterschieden hat in den Niederlanden von den gleichen Personen, das heißt also einfach so viele Geschwister gibt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, nicht nur, dass man sich in ein Geschwister verliebt, sondern auch, dass man vielleicht Spendersamen von einem Geschwisterteil bekommt, doch relativ hoch. Jetzt sind zwar in Deutschland solche Zahlen noch nicht aufgetaucht, aber das heißt nicht, dass solche Zahlen in Deutschland nicht auch vorkommen könnten. Denn es sind immer noch nur 5% aller Spenderkinder aufgeklärt. Und wenn jetzt ein Mann in so eine Samenbank geht und sein Spermium abgibt, weiß er vielleicht selber gar nicht, wie viele Halbgeschwister er hat. Vielleicht ist er sogar selber adoptiert worden oder kennt aus anderen Gründen auch vielleicht seine Eltern einfach gar nicht oder weiß halt nichts von seiner Herkunft. Es gibt also wirklich viele Möglichkeiten, wie es zustande kommen kann, dass man versehentlich mit einem Halbgeschwister ein Kind zeugt. Ich weiß nicht, ob ich es mir einbilde, aber am Anfang, als ich mich auf die Suche begeben habe und auch in die Medien gegangen bin, da war das immer noch so eine abstrakte Aussage, dass man davor vielleicht auch Angst haben könnte, dass man sich in einen Halbgeschwister verliebt oder so. Aber mittlerweile ist es für mich zumindest ein äußerst realistisches Szenario geworden. Denn auch diese Zahlen, 500 bis 600 Halbgeschwister, waren immer so eine absurden Vorstellung, dass man denkt, das könnte ja vielleicht so sein, aber es war noch nie so greifbar, dass es wirklich so ist. Also Kinder können mittlerweile tatsächlich ein Massenprodukt sein von einer Person und ich finde das äußerst bedenklich. Ich weiß nicht, was sagt ihr dazu? Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr dazu denkt. Und auch gerne, ob ihr weiterhin solche Nachrichtenformate wie hier von mir sehen möchtet. Also zwei davon gibt es auf jeden Fall noch. Ich habe die natürlich vorproduziert. Und wenn das weiterhin gut ankommt, dann natürlich mache ich damit auch weiter. Also bleibt dran und bis dann.